Hallo und willkommen zu einer anderen Ausgabe von Auswandern mit Gegengift. Heute sind wir mal in Varna und hier ein wunderschöner Strand in Varna, der zweitgrößten Stadt, wenn ich richtig unterrichtet bin, in Bulgarien mit fast 337.000 Einwohnern. Eine Riesenstadt mit viel Tourismus. Wir waren schon im Juni hier und ich muss sagen, nachdem ich doch einige Strände und Beachbars gesehen habe, die Beachbars in Varna sind wirklich die besten in Bulgarien. Das ist hip, das ist jung, das ist schön. Das Wetter hier war nun nicht ganz so prasselnd. Von dem Ausblick da könnte man fast denken, man ist in Cape Town in Südafrika. Und ja, wenn man von Südafrika spricht, hinter uns parkte ein Südafrikaner aus der Western Province, habe mich nett mit ihm unterhalten. Der tourt in Gesamteuropa rum, mit seinem eindrucksvollen Wohnmobil. Das hast du hier in Bulgarien auch nötig. Der Weg nach Varna, wir hatten da den falschen Weg genommen, war wirklich eine Riesenherausforderung. Der Rückweg sollte dann ein bisschen besser werden. Spuren im Sand und hier nochmal der Strand von Varna an einem sehr kühlen, 6 Grad, nicht regnerischen Tag und mit den üblichen Bildern, Leute, die mit ihren Hunden spielen, die Jogger, die dort morgens Frühsport betreiben und die Riesenpötte, die vor dem Hafen liegen, das ist Varna. Ansonsten eine wirklich sehenswerte und schöne Stadt und viele Deutsche wählen es, dort zu wohnen, denn da findet man alles. Hier haben wir mal ein Kulturzentrum. Das war mal eins, aber die westliche Kultur hat zumindest in Sachen Fernsehen Bulgarien erobert und der Kommunismus hat verloren. Auch hier gibt es viele Büros zu vermieten. Das läuft alles nicht so toll. Im Gegensatz dazu Shopping Mall von Varna, das steht keinem westlichen Land nach. Das ist sehr gepflegt und die Preise sind teilweise die Hälfte von dem, was man in Deutschland oder in meinem Fall Belgien auf den Tisch legen müsste. Ein sehr leckeres Mittagessen für 2 Personen hat mich 10 Euro ein bisschen gekostet mit Getränken hier in diesem Restaurant mit sehr, sehr freundlicher Bedienung. Also das war schon sehr schön und ich habe dort auch einen weltberühmten Boxer getroffen. Der Kaffee hier, 2 Henkel, weil die Tasse ist groß, das war schon eine Portion, ungefähr 3 Euro. Da macht das Leben Spaß, da bist du froh. Und nach einem Tag Shopping, denn wir waren dort bei IKEA, um da eine Küche zu kaufen, dann ein sehr, sehr schönes Essen in einer tollen Atmosphäre in einem dieser Beach-Restaurants, das das ganze Jahr über geöffnet ist. Und auch da komplettes Essen, Hauptgericht, Nachtisch, Getränken und allem für 2 Personen für nicht mal 30 Euro. Und immer die Katzen, die sind überall dabei. Das ist so in Bulgarien.